Hallo, ich bin Don Marco. Heute grille ich mit dem Pickwing Rub. Ich grille ein Bierdosenhähnchen, welches zum Pulled Chicken weiterverarbeitet wird, als schnelle Alternative zum Pulled Pork. Außerdem mache ich die legendären Bacon Pick Sticks. Für das Bierdosenhähnchen brauche ich natürlich ein Huhn, eine Dose Bier, etwas Öl und den Pickwing Rub. Das Huhn wird zunächst eingeölt, damit der Rub besser haftet. Und jetzt tage ich den Rub auf. Einfach über das Huhn streuen und überall schön einmassieren. Die Bierdose sollte circa halb leer sein, weil sonst ganz einfach zu viel kaltes Bier drin ist, was sich kaum erwärmt. Also aufmachen. Jetzt das Huhn vorsichtig die Dose drücken. Und schon kann es auf den Grill. Der Grill ist auf ca. 150 Grad indirekte Temperatur eingestellt. Ich nehme das Huhn und stelle es ganz einfach auf den Grill indirekt neben die Glut. Jetzt den Deckel zu und in ca. 45 Minuten ist das Huhn fertig. So, die Dreiviertelstunde ist um und das Huhn sieht gut aus. Ich würde sagen, das holen wir jetzt runter. Ich nehme mal zwei Zangen vorsichtig, halte die Dose fest und packe das Huhn von innen und hoffe, dass es gut geht. Während das Huhn abkühlt, nehme ich eine schöne schwere gusseiserne Pfanne und heize sie auf dem Grill auf. Das Huhn ist jetzt kühl genug, um es einigermaßen anfassen zu können. Ich ziehe jetzt die Haut runter, lege sie beiseite und trenne das ganze Fleisch von den Knochen und packe es erstmal in eine Schüssel. So, die Haut ist ab. Jetzt geht's ans Fleisch. Einfach ablösen, kleine Streifen ziehen und ab in die Schüssel. Jetzt nehme ich die Haut und schneide sie einfach in dünne Streifen. Jetzt geht's auf den Grill in der Pfanne weiter. Und jetzt Zwiebeln. So, das sieht schon gut aus. Jetzt kann ich auch den Rest vom Huhn in die Pfanne geben. Dazu einen guten Schuss Barbecue-Soße. Wer möchte, kann jetzt noch ein bisschen Cheddar untermischen. So, die Pfanne ist natürlich heiß, deshalb mit Handschuh vorsichtig rüberstellen. So, jetzt baue ich die Pulled Chicken Brötchen zusammen. Ich habe hier schöne Ciabatta Brötchen. Darauf kommt ein Klecks Coleslaw. Jetzt toppe ich das Ganze mit einer schönen Portion Pulled Chicken. So, Deckel drauf und guten Appetit. Ich mache jetzt die Picksticks. Dazu brauche ich Schweinehackfleisch, Pickwing Rub, Ahornsirup, geriebenen Cheddar-Käse, gehackten Jalapeno-Chili und Zwiebel,
sowie natürlich Bacon. Die Zutaten einfach zusammen in eine große Schüssel geben. Anschließend ordentlich durchkneten. Jetzt haben wir alles schön vermischt und können anfangen, die Pick-Sticks zu formen. Ich habe mir dafür ein kleines Helferlein besorgt. Da fülle ich einfach das Fleisch ein und habe so im Handumdrehen fertige kleine Hackwürstchen. Ich habe eine Holzspieße gewässert, damit sie auf dem Grill nicht so leicht verbrennen. Stecke einfach einen Spieß in den Pickstick und wickle das Ganze vorsichtig mit Bacon ein. Und fertig. Jetzt kommt etwas Räucherholz in die Glut. Und jetzt lege ich die Pick-Sticks auf den Grill. Indirekte Hitze, 150 Grad. Ich denke ungefähr eine halbe Stunde. So, die Pick-Sticks sind fast fertig. Zeit für eine schöne Glasur. Einfach eure Lieblings-Barbecue-Soße nehmen und einmal dünn auftragen. So, Deckel wieder zu und dann nochmal 5 Minuten anknuspern lassen. Okay, dann wollen wir mal schauen. Oh ja, das sieht gut aus. Ich würde sagen, die Pick-Sticks sind fertig.